Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache. Erwache. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Cor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Für Gomez. Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet sein. Das ist eine gute Nachricht. Werde gleich einen Boten zu Torvus schicken. Was man rum erzählt. Muss wohl doch was dran sein. Ja, wenn du meinst. Für Gomez! Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier. Nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Ja, er mit dem Sixpack. Mach keinen Ärger. Viel Glück noch. Bier. Schade, dass der erste Dialog geskippt wurde. Aber auf die Nebenmission der Mine habe ich irgendwie nicht so Lust. Ich weiß nicht, waren hier hinten auch noch mein Crawler? Im ersten oder im zweiten Teil hier mit der Telekinese. Wobei, egal. Können wir später noch mal. Aber ich meine, da war auch irgendwo ein Amulett versteckt. Oder war es in einer Mine? Geh doch mal zum alten Lager und sprich mit Torvus darüber. Wir sehen uns. Die Musik ist echt fantastisch.
Hey, gut, dass du da bist. Torus will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Komisch, auf einmal sind alle so nett. Das passiert mir nicht nochmal. Für Gomez. Du wolltest mir etwas mitteilen. Ja. Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus? Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Manche lernen eben gar nichts dazu. Das muss ich echt sagen, dass ich Gardist werden will. Hallo. Ich halte mich da lieber raus. Wo er ist den ganzen Nacht. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Ich will ein Lehrling der Magier werden, so wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Wir sehen uns. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich dachte, das wird schon lange geklärt. Ich glaube kaum, dass ich da was wirklich nicht so heiß gegessen. Das passiert mir nicht nochmal. Für Gomez. Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Nun, dann solltest du vielleicht mit Koristo sprechen. Er hat auch Milton unterrichtet. Ich bin sicher, dem steht nichts im Wege. Ich halte mich da lieber raus. Kann schon sein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich dachte, das wird schon lange gegeben. Man muss eben aufpassen, was man rum hat. Wir haben von deiner Leistung in der alten Mine gehört. Ohne die Minecrawler ist der Erzabbau viel sicherer geworden. Auch Koristo weiß davon. Solange ich damit nicht. Er wünscht dich zu sprechen. Geh zu ihm. Wir sehen uns. Lass uns lieber über was anderes reden. Manche lernen eben gar nichts dazu. Sei gegrüßt. Ich möchte in den Kreis der Magier aufgenommen werden. Du willst also ein Magier des Feuers werden. Schon viele wollten uns angehören und nur einen habe ich in all den Jahren zum Lehrling genommen. Alle anderen haben versagt. Dein Geist ist reif für die Aufnahme. Wenn du Magier werden willst, dann muss ich dich zuvor prüfen. Sag mir Bescheid, wenn du dich dieser Prüfung unterziehen willst. Ich bin bereit. Stell mich auf die Probe. Gut. Du hast der Bruderschaft im Sumpf einen Dienst erwiesen, richtig? Ja. Wie ist der Name unseres Gottes? Wahrscheinlich hast du recht. Innos. Was ist die höchste Tugend? Also früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern werde. Die Demut vor der Magie. Du hast gut und recht geantwortet. Ich werde dich die Kunst der Magie lehren. Folge mir nun zur Halle der Magie, wo du den alten Schwur leisten wirst.
Jetzt gehe ich schnell zu Torus. Wenn ich richtig liege. Für Gomez. Ich will Gardist werden. Das freut mich. Doch zunächst. Es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf. Denn ich sage sie nur einmal. Bisher hast du versucht, auf eigene Faust zu überleben. Damit ist nun Schluss. Meine Jungs halten zusammen. Wir Gardisten beschützen die Erzbarone. Das Erz, das Lager und die Mine. Die Butler schürfen das Erz. Aber wir sorgen dafür, dass sie nicht von den Crawlern gefressen werden. Die Barone verhandeln mit dem König. Aber wir decken ihren Arsch dabei. Wir stehen Tag und Nacht in der Mine. Wir stehen Tag und Nacht an den Toren des Lagers und passen auf, dass alle ruhig schlafen können. Als wir hier angefangen haben, da waren wir freiwillig. Aber wir haben uns behauptet. Wir alle haben hart dafür gearbeitet, uns dieses Leben aufzubauen. Ich erwarte nur eins von meinen Jungs, dass sie zusammenhalten. Denn nur wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das alles behalten können. Dann überleben wir. Alles andere wirst du schon mit der Zeit rauskriegen. Halte dich bereit und hilf da, wo gerade Not am Mann ist oder irgendwas zu erledigen ist. Du kannst dir bei Stone deine Rüstung und dein Schwert holen. Du findest Stone im inneren Ring, in der Schmiede. Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde. Ich hab gehört, du bist jetzt einer von uns. Nicht schlecht in so kurzer Zeit. Ja, nicht mehr auf das Gefahr. Wieder dieselbe Leier. Für Gomez. Ich brauche eine Rüstung. Torus hat dich in die Truppe aufgenommen. Glückwunsch. Wieder einer mehr, der seinen Hals für Gomez in die Schlinge legt. Na, mir soll's recht sein. Hier, nimm die Rüstung und dieses Schwert. Willkommen bei der Garde. Für Gomez. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast... Ich möchte eine normale Garderüstung haben. Torus sagt, du musst dich erstmal als Gardist bewähren. Wir... Okay, ich hab nicht genug. Jetzt. Hey! Dafür, dass du noch nicht so lange hier bist, hast du es ziemlich weit gebracht. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen.